Salve a tutti! Es ist Freitagabend, es ist DAX-Time. Wir haben 17.53 Uhr. Mein Name ist Christian Schlegel. Ich bin wieder da. Ich habe schon ein paar Filme gemacht und ich will Sie hier ein bisschen verwöhnen mit einem Clip über den DAX. Und wir fangen an mit dem DAX auf Monatssicht. Ich finde das sehr wichtig, denn da muss man immer mal wieder drauf schauen. Hochinteressant, gell? Wir haben hier eine Art Doppeltop. Ja? Das hier ist 2018, das Hoch vom DAX, das All-Time-High, war am 23.01. bei 13.596,89. Da war das High. Dann sind wir runtergegangen. Und jetzt sind wir, heute war das Hoch bei 13.424. Trotzdem, das ist ein Monatschart. Ja, so haben sie schon ein bisschen Platz. Ja, das ist hier 10.500. Ich glaube, das Tief war 10.300. Sind wir dann da runter und haben mehr oder weniger alles, fast alles, was wir im letzten Jahr verloren haben, haben wir fast alles wieder hergeholt. Es gibt ein Interview von mir seit heute bei NTV auf der Seite n-tv.de mit dem Friedhelm Tilgen. Der macht das immer ganz toll. Der holt immer alles aus mir raus. Da habe ich gesagt, ich habe kein Problem, mir vorzustellen, dass die ersten drei Monate des neuen Jahres 2020, dass wir durchaus eine 14.000 sehen. Aber dann... Ja. Schauen Sie sich das mal an, dauert 7 Minuten und ich glaube 51 Sekunden. Wir machen das immer recht kurz. Mir macht das immer einen Spaß und dem Friedhelm Tilgen auch. Das Einzige, was mir keinen Spaß macht, ist die Maske mit dem Haarspray und dem ganzen Zeug, aber ist schon gut. Wie auch immer, wir kommen zurück zum DAX. Also, wir sind sehr hoch. Wir sind sehr hoch von der Technik. Es gibt kein Verkaufssignal. Ich habe keins. Ja. Also, wenn Sie mir eins zeigen, herzlich gerne, her damit. Aber ich habe keins, wir sind hoch, aber das war es auch. Gehen wir mal auf die Woche. Und das ist nämlich auch wichtig, auf die Woche. Die Woche gilt ebenfalls sowohl von der Stochastik her als überkauft, ja, 89. Das MACD ist hoch und dreht leicht nach unten. Nichtsdestotrotz haben wir also jetzt hier für diese Woche oder also eine Kerze hingelegt. Ich mag diese Art Kerzen nicht, ja, ganz lange Beine, Extensions nach oben, nach unten. Ist nicht so mein Ding. Muss ich ehrlich sagen. Und jetzt komme ich, und das interessiert die meisten sowieso, auf den Tag. Das ist der Tag. Diese Kerze hier aus dem unteren Band raus schließt im Band. Diese Kerze hier aus dem oberen Band raus schließt innerhalb des Bandes. Wenn das hier positiv ist, ist das negativ. Wir haben eine noch positive Technik. Sowohl über die Stochastik als auch über den Trendfolger MACD. Es ist noch positiv. Kurzfristig, für die nächsten, sagen wir mal, bis Ende des Jahres. Ich weiß nicht, wie viele Handelstage es sind, ich habe es nicht angeschaut, aber ich nehme an, das sind noch so ganz grob 10 bis 12. Finde ich es nicht so prickelnd. Der Dow dürfte ein bisschen hoch und runter gereicht werden, eher hoch, denn runter. Schöne Volatilität. Ja. Aber aus dem Band raus, in das Band rein, darf er nicht gefallen. Ich will Ihnen trotzdem mal ein paar Scheine sagen. Sie wissen ja, dass ich empfehle immer Scheine von Goldman Sachs, weil, also für den Index, weil ich finde, die machen da nach wie vor einen sensationellen Job. Ich habe mir folgenden rausgesucht. Das ist ein unlimitierter, also ein Open-End-Schein mit der Basis 12.816. Da sind wir also hier drunter, mal schauen, ungefähr da, wo jetzt gerade eben die Maus ist. Das heißt, wir sind tiefer als das letzte Tief, was wir hatten bei 12.875. Wir sind tiefer. Dieser Schein mit einer im Moment mit einem Hebel von 29,03 ist nur noch schließlich dann gedacht als Long-Position, wenn wir endlich mal diese 13.400 mit Schlusskurs überbieten. Dann wird es. Auch das, warum das so wichtig ist, habe ich auch in diesem NTV-Interview gesagt. Das ist dieser Schein. Der hat eine Kennnummer von GB6J13. GB6J13. Und jetzt gucken wir mal schnell nach dem Put. Ich denke, es ist zu früh für den Put, sage ich ganz offen, aber man kann ihn relativ eng legen und Sie sehen, ich spiele gerade eben hier mit dem Trader Fox rum, dass ich den möglichst eng runterkriege, dann natürlich auch mit dem höheren Hebel. Ja, genau, sowas mag ich hier, ein 50er Hebel, na also, da bitzelt's. 50er Hebel mit einer Basis 13.539, da sind wir noch hier oben, hat sogar noch ein bisschen Platz, aber ganz offen, der kommt erst dann, wenn diese Kerze von heute hier am Freitag wirklich so eine, Anführungszeichen, Verreckerkerze ist, im Sinne von, wir gehen ein bisschen weiter runter unter 10- und 20-Tage-Linie,
unter der 20-Tage-Linie Schlusskurs wäre dieser Schein für mich der Schein der ersten Wahl, 13.539, Open End von Goldman Sachs mit der Kennnummer GB5NPG, Gustav Bertha 5 Nordpol, Paula Gustav. Das sind noch ein paar spannende Tage. Schauen Sie sich zum Beispiel mal den IBEX an. Hochinteressant. Also wirklich richtig, richtig interessant. Und bei den Einzelwerten, ja, ich hatte am Mittwoch das Webinar mit der Börse und ich habe gesagt, also von den Autos, ich finde die Reihenfolge VW, BMW, Daimler hochinteressant. Das ist wirklich eine Geschichte, die mir wirklich gefällt. Ich mag die Luxusgüter. Wir haben da jetzt noch das Weihnachtsgeschäft. Also die Börse bleibt spannend und es sind jeden Tag neue Nachrichten und was auch immer heute im Handelskrieg gesagt wurde oder noch am Wochenende gesagt wird. Wir haben zumindest diese Brexit-Scheiße endlich mal mehr oder weniger vom Tisch. Ja, was auch immer da jetzt genau passiert, tja, ich glaube, das wissen die selbst nicht. Aber so langsam wird der Markt wieder etwas klarer. Ich rechne mit rund 14.000 im ersten Quartal und ich rechne mit deutlichen Abgaben für die letzten drei Quartale im nächsten Jahr. Ich habe kein Problem, das sage ich an dieser Stelle, aber einen Shitstorm dafür kriege, mir vorzustellen, dass wir die Lows von 2019, da sind wir bei 10.000, ach, was ist denn das, 477 oder sowas, dass wir die nochmal sehen. Ich habe kein Problem damit. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.